Was ist Einen Schluck Kaffee und dann wollen wir. Kaffee, ja. Kompakter Tag ist eine neue Nachrichtensendung, die Montag bis Freitag bei Kompakt Online erscheinen wird. Wir werden ungefähr eine Viertelstunde senden. Es kann mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Wir wollen kurze Beiträge, schnelle Beiträge. Unsere Zuschauer sollen es nicht mehr nötig haben, Tagesschau heute, RTL aktuell oder ähnliche Programme zu gucken, weil sie über die wichtigen Ereignisse des Tages bei uns informiert werden. Und wir wollen eine Trennung auch zwischen Berichterstattung und Kommentierung, sodass der Zuschauer sich ein eigenes Bild machen kann. Das sind die Fakten und das sind die Meinungen und wie stehe ich dazu. Ja? Kompakter Tag ist ein junges, neu zusammengestelltes, hungriges, interessiertes Team, was schon seit Wochen in der Vorbereitung dieser Sendung aktiv ist. Das ist die Technik, das ist die Beleuchtung, das sind die Reporter, die draußen sind. Das sind die Redakteure, die sehr, sehr hart, sehr intensiv Themen recherchieren. Das sind natürlich nicht zuletzt unsere hervorragenden Moderatorinnen, unsere Kommentatoren und Analysten vor der Kamera. Es ist also wirklich eine voll aufgestellte Nachrichtenredaktion. Wir geben der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Indem wir mit einer tatsächlichen Nachrichten- und Informationssendung auf Augenhöhe des etablierten Fernsehens, aber aus der Position des Volkes, aus der Position der Opposition täglich jetzt an den Start gehen. Wir machen auf YouTube nur noch kurze Teaser. Die Sendung in der vollen Länge läuft bei uns über eigene Server und man kann sie sehen auf Kompakt Online. Wir brauchen natürlich die Unterstützung der Zuschauer bei der Verbreitung, bei der Multiplikation unserer Inhalte und wenn es geht auch durch eine kleine Spende.